Hast du schon Bild? Ich warte. Oh, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Jetzt zeigt mir gerade deins erstmal offline an. Warte. Weiter geht's. Ist offline bei mir auch. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder drin? Du wirst mir mal angezeigt gerade mit Rot, dass du da bist. Ich Schön. mach mal F5-Taste. Ja, drück mal F5, kann daran liegen. Weil oben links im Chatfenster warst du da gewesen, jetzt bist du jetzt offline gezeichnet wieder. Also Warte. ist er nicht an. Jetzt bist du da. Ach, ich bin da. Ich habe auch mein Fenster nämlich offline, weil ich bestimmt noch F5 drücken muss. Aber wenn du sagst, ich bin da, dann ist ja alles gut. Ja, dann müsste ich ja trotzdem nochmal raus. Dann sehe ich den Chat ja gar nicht. Ach ja. Ich tapp nochmal rauf, raus, muss ich. So. Ton ist da. Werbung ist auch da, sehr schön. So, wieder rein. Ich hoffe, es klappt. Naja. Jetzt muss ich hier noch wieder rauskommen. Der Askamon hat sich ja mal wieder festgefahren. Hänge ich auch genau am Schild hier, ne? Vorfahrtsschild, ey. Nicht, dass ich wieder ADAC rufen muss, oder hängt da hier hinten auch noch irgendwo? Da Ja, wer weiß. ist nur das Schild anscheinend. Aber der hat sich da unten verkeilt. Oh Mann. Du, ich komme ja nicht mal raus. Ich glaube, da musst du gleich wieder helfen hier. Also. Wir müssen ja zu zweit anheben hier. Also. Nur die Seemaschine anheben. Na, zurückfahren bringt auch nichts. Na, da muss ich gleich Bern kommen. Oh, ich bin gerade hier auf dem Acker unterwegs. Ah, mit dem Schild, ne? Komme ich da mal. Wie heißt denn das da? Weiß ich nicht, wie das heißt. Was mit da bekommst du mit der Sackgutmaschine nicht darum oder was? Muss man extrem gucken, falls du nebenbei laufen hast, dann siehst du das Ich recht. sehe, was du gerade da machst mit diesem Schild. Du hängst hinten mit diesem Bügel dran, mit der Stoßstange, dann Irgendwie kann man das dir nicht sagen. oben. Ja, ich kann auch nicht wirklich zurückfahren. Ich hänge genau drin. Soll ich mal mein Glück probieren? Steig mal Ja, aus. willst du mal? Na klar, steig mal aus. Komm mal her, komm mal, twitch mal rein. Soll ich mal drücken? Aber so gefährlich. Naja, lieber nicht. Jo, kann man wieder irgendwas draus machen? Vielleicht so Pleiten, Pech und Pannen oder. Ja. Bauerhorst.
frag mich, wo der hängt. Eigentlich ist er sogar schon weg, aber wer weiß, wo die Kollision ist, ne? Mach ihn mal und dann mach ihn lose und dann drück ihn mal von der anderen Seite. Der hängt genau wahrscheinlich mit diesem Bügel da, mit dieses Eisenbügel drin. Alter, das ist krass, Alter. So auch noch nicht erlebt. Drück mal von der anderen Seite, also stell ihn nochmal quer oder lass ihn so und dann drück ihn mal. Sag mal, ich drück mal weiter rüber. Das Schild alles aushält. Mach mal anders. Also. Extrem Saphir, also ist. Ja, drück ihn mal von da hinten. Jo. Ich gut eingeparkt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall kriegen wir alles hier hin, wenn wir wollen, ne? Kriegst du ihn jetzt raus? Ich weiß noch gar nicht, was los ist. Nope. Was ist denn das? Ah! Das war mein Fuß. Die Stange ist genau dazwischen, wa? Ja. Ich glaube, das war's. Alter, das gibt's doch gar nicht. Die Stange ist genau mittig. Vielleicht mal ausklappen. Klapp mal aus. Und dann gib mal Gas. Hast du sowas schon erlebt? Also ich nicht. Naja, es ist eben mit den Kollisionen immer so eine Sache natürlich, ne? Also normalerweise hängt es ja nicht so immer drinnen rein, aber muss ja irgendwas nur Unsichtbares sein, weißt du, um Kollisionspunkte haben. Weil das ja ein Viereck ist, rein theoretisch und. Ja. Ich würde mal sagen, die kannst du zurücksetzen zum Hof oder so. Ja, ich glaube, so wäre das nichts. Schade. Schade, schade, finde ich auch, ne? Sollte nicht sein, ne? Aber ich habe auch mein Glück probiert, aber. Ja. Wo ist sie denn da? Zurücksetzen. Willst du das Fahrzeug? Ja, möchte ich. Ah, danke, ne, für dein Vorbeikommen, ne? Und. Ja. Fahr ich mal zurück auf den Hof. Was war das denn? Da war wieder irgendwas Unsichtbares. Ach, die Schaufel wollte ich mitnehmen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo die Schaufel geblieben ist. Muss ich gerade mal gucken. Ach, da ist doch die Schaufel. Das ist alles da. So, da siehst du noch zwei. Noch einmal einen Streifen in der Mitte muss ich flügen und dann an der Seite noch den Rand. Nochmal flügen und schon bin ich fertig. Nur das Vorgewende auch noch ein bisschen und schon ist ja. Ja, ist doch schön. Komm ich gleich hoch. Ja. Oh.
So. Also mal Licht anmachen hier, dass wir auch alles schön sehen können. Ja. Ach ja, da war ja was. Na, sieht dafür besser aus mit Licht, oder? Ist ja dunkel, ist ja schon Viertel nach neun. Ach, Verkehr war ja aus, stimmt ja. Aber der ist ja sowieso. Ja. Ja, auf der Map ist der Verkehr nicht so sinnvoll. So. Du hast den Fendt hast du da, ne? Ich habe den Fendt, den 800 da, Okay. genau. Der lässt sich gut machen mit den Pfoten, ne? Also. Ich hoffe, den willst du mir jetzt auch nicht wegnehmen. Doch. Ne, müssen wir mal. Was? Ne? War ich vorher bei denen an den Sprit, den Tank alle. Ne, ne, ne. Oh, oh. Keiner gesehen, Abweiser. Oh, schon wieder? Ja. Ah, Askemon. Gab's ja so viel Milch? Na, ich muss erst Milch trinken, weißt du doch. Ach so, ja, Ich muss jetzt es, ne, ordentlich an verstehe ich. einnehmen, dann klappt das auch besser. Ist ja schon kurz am Abend, da kannst du schon mal eins genehmigen oder Aber so, ne? hier, ich muss ja nicht mal fahren, auch wenn wir auf dem eigenen Hof sind, obwohl jetzt nur ein bisschen außerhalb. Ach, ich bin ja schon da. Aber mit ihm hier ziehen ist nicht so gut, glaube ich. Ja, ich sag mal so, ich bin ja gleich fertig mit dem Vor also mit das mit den Rand, also sprich Rand fertig machen. Wenn nicht, kannst du ja, wir müssen ja noch den Hänger haben mit der Schnecke hinten dran, weißt du? Das brauchen wir auch noch hundertprozentig da, ne? Die Schnecke? Was denn für eine Schnecke? Oder was, mit was wollten wir jetzt überladen? Also sprich wie Saatgut transportieren und Düngemittel. Ach ja, da haben wir ja den Ladewagen, den Wir haben uns ja Überladewagen. extra im Händler erkundigt, da gibt es jetzt einen Hänger mit Schnecke hinten dran, wo du besser diese Saatgutmaschine mitbefüllen kannst. Ja, den können wir dann ja holen. Aber erstmal muss ich gucken, wo die große Maschine ist. Stimmt, wo ist denn überhaupt die große Maschine? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Größe haben wir gar nicht mehr. Die. Die war Doch. doch nur zur Leihgabe, oder? Wir Ne, haben sie nicht die haben wir noch, gekauft. die haben wir noch. Die brauche ich ja wieder, deswegen. Die brauche ich ja andauernd. Echt, ja? Na, ich weiß nicht, was auf dem Hof da ist, ne? Ich war ja Ich muss mal gucken. zeitlang abwesend. KZH. Ja, ich ja auch. Also ich war ja in Urlaub. Also Mann, 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 Mann. Weiß ja nicht, was die Jungs auf dem Hof gemacht haben in der Zeit, wo ich nicht da war. Ich hab so das Gefühl, wenn wir nicht da sind, läuft ja gar nichts auf dem Hof. Ich muss ja mal gucken da. Ja. Ich weiß auch nicht, ne? Ja, ist Schlimm. echt eine Lutscher. Man muss wie immer alles selber machen. Ja. Da willst du wenigstens woran du bist, ne, wenn man es alles alleine macht. Rade, rade, immer, ne? Immer noch auf Gemeinderade. Ja. Wir haben ja auch nicht so viel geschafft. Ja, es ist eben, ich meine, wenn du abwesend bist, abwesend, ne? Das ist eben, wenn du KZH hast, also krank zu Hause bist, dann kannst du nicht arbeiten, ne? Kannst du dich krank schreiben lassen und dann gehst du arbeiten, das geht ja gar nicht. Krank oder im Urlaub oder ja, eine andere Beschäftigung. Ja, das ist, bis du weißt, das Real Life geht immer nach. Also du sprichst zuerst das Real Life und dann die Arbeit, ne? Also. Und der Arbeitgeber muss auch Verständnis haben, wenn du Familie hast, dass du auch darum kümmern musst, ne? Also. Die Arbeit kann warten, aber nicht die Familie. So, naja.
So ist das. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wo die Maschine steht. Du suchst jetzt die große Saatgutmaschine, oder was? Jo. Okay, die große Saatgutmaschine. Was ist denn das? Ist das ein Anhänger? Ist es nicht? Ja, ich könnte natürlich auch das einfacher machen, aber ich guck so. Lalalala. Aber falls ich nicht finde, muss ich doch nach auf die Map schauen. Ich glaube, die steht schon bei irgendeinem Feld. Ich glaube, hier hinten. Du meinst die große? Wir haben zwei, ne? Zwei Saatgutmaschinen haben Ja, wir, die ne? eine ist nur für Ölrettich und die andere ist mit Dünger und Saat gleichzeitig. Das ist ja die Ich glaube. große. Und ich Die glaube, ich Pronto habe ist sie das, gefunden. ne? Yep. Die steht am Feld Nummer 1. Na, siehst du, ist doch gleich da um die Ecke bei mir, oder? Weil da ist Fast. ja Ölrettich. Naja, dann ist alles in Ordnung. Oder? Ja, Ölrettich, ne? War hier Ölrettich drin? Ja, stimmt. Hier ist Ölrettich drin, der muss nämlich wachsen. Und der muss auch nochmal gedüngt werden. Ja. Und dann, ich überlege gerade, oben Feld 11, wie war das? Ach, da kommt Ölrettich erst rein. Ja. Und hier muss Ölrettich wachsen und dann gedüngt werden. Und dann der muss gesät werden. Ist die Frage. Die Maschine wird ja auch hier unten gebraucht, aber nachher auch oben. Aber du kannst dann hier schon mal düngen und ich kann oben den sehen. Ja, genau. Nehme ich sie doch mit da oben. Also zu Feld 11. So. Aber läuft, ne? Bei Twitch läuft, ne? Was ist das Bild überhaupt? Ton, sagst du, ist da, ne? Wie ist das Bild? Ist pixelig? Überhaupt Wo? nicht pixelig? Oder. Naja, pixelhaft, ja, es ist eben klar. Es ist jetzt nicht Top-Qualität, kann man sagen, aber ja. Jetzt weiß ich aber nicht, was bei mir eingestellt ist. Warte mal, ich kann mal gucken, was habe ich jetzt für eine Auflösung überhaupt. Qualität, ich habe Auto drin. Mach mal 720. Ah, sieht gut aus. Ich meine, bei Alice ist sowieso glaube ich, die Sache immer das Problem mit eben, da bleibt es immer ein bisschen pixelig, ne? Also. Ja, aber ich kann auch nur bis 25. Ja. Bei Twitch. Ja, das Also ist eben. 2500. Bei YouTube kannst du ja egal wie hoch einstellen. Aber bei Twitch war das, glaube ich, so, wenn du ja bis 25, also 2500 Dingsbums da und dann, ja, wenn du höher willst, dann musst du halt Partner sein. Ja. Twitch-Partner. Twitch-Partner, ja, das ist vielleicht auch sehr gut. Dann kannst du auch eine bessere Qualität anbieten. Als Oh. Twitch-Partner. Wichtig ist aber auch, dass du auch, also sprich, also nicht nur das alleine bei Twitch musst du haben, sondern auch die Hardware-Ressourcen dafür musst du auch haben. Und die Internet natürlich Leitung. Ja, die ist ja da, aber die Hardware, ja, so geht so, ne? So. Gibt's ja bald neu, ne? Die Hardware. Aber ich habe keine Lust. Muss ich ja wieder einen Rechner zusammenbauen. Echt? Musst Ja, du? ja. Kannst du doch einen fertigen liefern lassen. Nee, nee, nee. Was machst du mit deinen alten? Mach ich's. Also ich baue immer selber zusammen. Mein alten? Der steht dann auch irgendwie hier, weiß ich nicht, als Satz oder so. Muss mal gucken, dann habe ich ja schon drei Rechner. Dann muss ich den ganz alten irgendwie mal loswerden. Ja, also was man machen könnte, wäre Ersatzteilspender verkaufen oder so, ne? Ja, aber zwei Rechner sind immer gut, weil du brauchst einen zweiten auf jeden Fall. Das ist richtig, ja. Ist immer gut, einen zweiten dann zu haben als Ersatz. Falls doch mal irgendwas passiert. Ja, das ist richtig so. Weil ohne Internet, ohne Computer, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Gut, da habe ich zur Not noch einen Laptop, sage ich mal, aber brauche ich auch nicht mehr. Ne? Also ist auch schon etwas älterer, aber ja, ist glaube ich jetzt schon 10 Jahre alt, der Laptop. Also läuft glaube ich noch mit Windows XP. Bis jetzt kann ich sagen, mit meinem Rechner, den ich habe, ist das fast der gleiche, den du auch hast. Toi, toi, toi. Er läuft.
Ja, so läuft meiner ja auch, aber das sind jetzt auch schon mal wieder 3 Jahre, ne? Das stimmt, 2014, ne? Das ist Anfang ja. habe ich geholt gehabt. Der ist schon wieder, in dem Sinne ist das Ding schon wieder alt. Ja gut, das sind jetzt fast 3 Jahre jetzt, sag ich Ja. mal, ne? Bis in 3,5 Jahre, das ist schon, ja gut. Es geht aber noch, ne? Also wir können, also ich kann noch alles spielen. Ich habe meistens so 50 bis 60 FPS. Die meistens auch immer auf High. Also, ja. Ja, bloß ich habe das aber nur im anderen Spiel gemerkt, ne? Habe ich dir ja gesagt. Ne? Wenn du da mit 100 Leuten unterwegs bist, Alter, dann hast du nur. Also, ich hatte nur 20 FPS, ne? Auf maximale Okay. Einstellung. 20 FPS. Das ist am meisten bei diesen Spielen noch normal, oder? Ja, für sowas, also für solche Spiele brauchst du auf jeden Fall eine dicke Maschine. Na, ich sag mal so, es ist ja generell, sag ich mal, also ich habe mal geschaut gehabt wegen der neuen Grafikkarte und so, ne? Aber wegen 6% mehr Leistung kaufe ich mir keine neue Grafikkarte, ne? Also ich will auch keine 300, 400 Euro ausgeben, ne? Also wenn dann was Vergleichwertiges, klar, besser ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber ich gebe dir keine 400 Euro aus für eine Grafikkarte, ne? Also ist immer. Ja. Ja, bei mir war das Timing ja scheiße. Ja, das ist eben. Wo die andere Grafikkarte kaputt gegangen ist, hatte ich mir ja die andere geholt, da die du auch hast. Ja. Und dann irgendwie 2, 3 Monate später, da sind die anderen Karten irgendwie rausgekommen und dann sind Die sie 10er, alle, ne? ja, dann sind die alle gleich billiger geworden. Ja, das ist natürlich ärgerlich, Da ja. hätte ich für den Preis schon eine aktuellere Karte kaufen können. Aber ich brauchte ja da zu der Zeit auf jeden Fall eine Karte, sonst hätte ich ja nichts machen können am Computer. Und ja, das ist halt blöd gelaufen. Das ist dann vielleicht manchmal praktisch, sich immer noch eine Karte als Reserve aufzuheben, ne? Oder man hätte sich eine geholt mit integrierte Grafikeinheit, aber darauf haben wir verzichtet gehabt bei unserer CPU, ne? Ja. Und das Problem ist ja, wenn ich eine neue Karte hole oder eins von den neuen aktuell älteren Karten, dann braucht man auch wieder automatisch ein neues Motherboard. Na, weil das passt nicht. Der Sockel, das ist wieder ein ganz anderer Sockel. Meinst du? Ja, habe ich schon geguckt. Okay. Das ist, glaube ich, ein 1151er. Und wir haben, glaube ich, ein 1150er drin. Also. Da musst du gleich wieder ein ganz neues Board kaufen. Und Festplatten brauche ich ja sowieso noch neue, ne? Also. SSD. SSD? Ich würde dir vielleicht auch empfehlen, vielleicht so eine PCI Express SSD holen da. Ja, SSD habe ich ja eine drin. Das ist wirklich Ne? Geschwindigkeit ohne Ende, ne? Also Aber ich meine, das ist eine normale brauche ich noch. normale, ja, eine HDD, Und ja. dann kannst du gleich, deswegen sage ich ja, da kannst du gleich einen neuen Rechner kaufen. Aber momentan habe ich ja keine Lust zu. Muss ja wieder alles fertig machen, Das Programme ist ein Haufen Arbeit, ne? installieren und dies und einstellen und das mache ich auch nicht. Das mache ich. Vielleicht warte ich doch noch. Erst hatte ich ja gesagt Sommer, ne, einen neuen Rechner, aber jetzt vielleicht mache ich doch erst so, oh, Ende des Jahres. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, wenn die Wintertage nachher wieder kommen. Ja, wollte ich gerade sagen, also. Kann man ein bisschen mehr rumbasteln. So, du bist aber immer noch am Grübern, am Ja, ich Grübern, bin gleich Grubbern. fertig. Flügen, meine Güte, Flügen. Bringe ich das schon wieder durcheinander, das Grubbern und Flügen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das stimmt, ja. Ich würde mal sagen, soweit sieht der Acker jetzt erstmal fertig aus. Ja. Kann ich so lassen, sag ich mal. Ja. Ja, lass mal so, ich flüge da gleich um. Ach nee. Ich muss ja gar nicht flügen, ich muss grubbern. Grubbern und gleichzeitig die Saat rein von Ölrettich. Jo, und die beiden Dinger sind noch voll. Die kleine Maschine ist noch voll und die große Maschine ist noch voll mit Saat und Dünger. Gut abgepackt, würde ich sagen. Jo, du kannst dir den sonst So. mitnehmen, den brauche ich eigentlich nicht. Ne, ich hole mir jetzt, sag ich mal, vielleicht noch einen Hänger, ne? Mit Saatgut mache ich fertig alles. Oder haben wir da noch nichts gekauft? Oder reicht es Muss alles, mal was du gucken, drin der hast? Saatguthänger steht ja auf dem Hof. War da nicht schon leer oder? Ich weiß es Ich gar schau nicht. mal schauen. Musst du mal gucken. Bis später, Chef. Jo. So, Ölrettich.
Ja. Toll. Gar nicht gut. beim Zurücksetzen ist die Saat weg, ne? Das kann sein, ja. Mist. Also, weißt du, was du zu tun hast, ne? Ja, ja. Das ist natürlich doof beim Zurücksetzen, ne? Jo, ist nichts mehr drin. Das Ding war voll. Ey, was sind das wieder für Kosten, die jetzt weg sind? Ah, oh, mein Güter, können wir am Feierabend ja keine Monate dazwischen gehen, Alter. Oh. Der, ich wollte gerade sagen, der Tank. Ist das eigentlich auch ein Tank oder ein Silo? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt hier. Wo das reinkommt oben da, weißt du? Das ist, ja, das ist eine, ja, wie soll man das sagen? Saatgutkammer oder so. Saatgut, ne? Behälter oder sowas. Na, ah, dann muss ich erstmal auf dich warten, Bauerhorst, bis du gleich wieder da bist und dann. Ah. Wegen dem Hänger müssen wir mal gucken. Oder ja, musst du gleich mal gucken, sonst müssen wir den anderen holen. Keine Sorge. Wurde uns ja angeboten, na, vom Händler. Ja. Art Überladewagen. Überladewagen? Ja. Das ist ein normaler Hänger, im Endeffekt, der hinten für eine Strecke dran hat. Ne? Also sprich so eine. Ja, eine Förderstrecke dran hat, dass du im Endeffekt das rausholen kannst aus den Hänger zum Befüllen der Saatgutmaschinen und Düngemaschinen. Ne? Ja. Also. Ja, klar, mit die Big Packs zu arbeiten geht auch, aber jedes Mal mit einem Radlader, also mit einem Frontlader musst du mal bei haben, ne? Oder hast du dich bei mit Frontlader dran. Ja. Ah, ist auch immer doof, ne? Da hast du manchmal auch nicht so viel Platz, sag ich mal, ne? Und. Ja, ist schon voll in Ordnung. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Alles nicht so einfach. Das ist wirklich nicht alles so einfach. Ne? Jetzt bin ich gerade auf dem Hof, jetzt gucke ich erstmal nach, wo der Hänger steht. Da sagt gut Hänger. Ah, da ist er ja. Ist ja alles da, Herr Kommissar. Oder? Oder? Ich weiß nicht, kann auch sein, dass es schon leer ist. Mal kurz, ich muss kurz was checken. Ich muss ja nur halt warten jetzt, weil ich kann nichts machen, ne? Ja. Man will arbeiten und kann nicht und ja. Ich glaube, wir haben uns so einen Hänger noch gar nicht gekauft, geholt gehabt vom Händler, ne? Ich guck mal kurz mal nach. Der ist doch noch nicht bestellt. Nee, ich meine ja den anderen, ob da noch was drin ist. Oh, ich weiß, wo die Saat ist. Die Saat hat sich doch irgendwo hingekippt. Guck mal am Namen, Unterstand. Ja, warte mal kurz. Ich schau mal, sonst wäre der bestellt. Ja gut, das ist nicht das Problem, sag ich mal, ne? Also, da ist der Düngerwagen. Wo ist denn hier der Wagen? Oh, ich hab ihn. War nur 25.000 der Wert gekauft. Akroliner, ja? Hier, Akroliner. Krüger, Fahrzeugbau. Overloaded, genau. Diese Anhänger ist es. Maler, Dreisaatkipper, aha, bei der Fahrzeugkonferenz. Bei einem Landmaschinenhändler oder in der Werkstatt. Ist es möglich, ihn als Überladewagen zu nutzen? So. Dann brauchen wir zwei davon am besten, wa? Einmal mit Dünger und einmal mit Saatgut, ne? Ja, erstmal würde ich sagen, nur einen. Wir müssen Geld sparen. Ja, den können wir aber nicht düngern, ne? Also, dann. Okay, war schon hin. Hauptfarbe. Grün oder was? Wird doch blau angezeigt. Laut Bild ist das blau. Ach so, das ist ja die ja. Rad-Setup. Ist Standard, ne? Ja. Design. Weiß. Farbig. Weiß. Wird immer farbig. Design. Standard. Überladewagen. Brauchen wir ja. Überladewagen. Das ja, sollte schon die Funktion haben. Ja, ne? Also. Sonst, das ist ja nur Standard. Wir brauchen Überladewagen. Ja. Felgenfarbe, was nehmen wir denn da? Was möchtest du denn haben für eine Felgenfarbe? Standard. Nee, muss ich aussuchen hier. Silber. Grau. Blau oder wollen wir so ein dickes Rot nehmen hier? Ne, ich hätte ein Grün genommen, Grün und Gelb. Du kannst ja auch Grün und Gelb machen, sieht auch sehr gut grün aus. Grün und gelbe Reifen meinst du, Felgen? Na klar. Ja,
Können wir dunkel, hell oder komm? Du kannst auch grün und rote Ralf machen, da passt das gut zu deinem Fan. Ja, der Fan geht ja irgendwann wieder weg. Naja, aber der hängt ja auch. Nee, den kaufe ich jetzt, der wird nicht gemietet. Achso, ja, na gut, na dann, ja. Designfarbe, was ist das denn für eine Farbe hier? Was habe ich denn da ausgewählt? Warte mal. Mach Gelb mal, und dunkles Gelb, ne? Das... Ich mach das andere hier, Moment, dass es passt. Das ist doch nicht gleich. Egal, kaufen wir jetzt, nicht lange aufhalten. So, gekauft. Kannst du ja mal gucken, wie das Ding aussieht. Sehr schön. Gab's noch andere Reifen oder? Breite, glaube ich, waren das. Noch Breite. Okay. Na gut, sieht ja schon mal gut aus. So, ich muss gerade mal ein bisschen fummeln hier. Plan eröffnen, Taste N, genau. Und das heißt jetzt. Ja, ich komme da nochmal rum. Bevor ich hier rumstehe und warte, fahre ich nochmal zurück zum Hof. Ja. Hab jetzt auf jeden Fall schon mal 2000. Also 1200 Saatgut einstecken, ne? Also klar ist eben der Hünger ganz schön groß für nur für Saatgut, ne? Aber. Aber es geht so, jetzt muss ich bloß überlegen. Ich denke, das ist ein kleiner. Es ist ja auch. Naja, es ist ein kleiner Dolly-Hänger, ne? Also sieht so schon relativ groß aus, ja. Da passen glaube ich 18.000 rein. Ich hatte überlegen, wo kaufe ich jetzt am besten. Naja, man kann damit ja auch nicht nur Saatgut, sondern auch, ja genau, alles Mögliche rein. Du kannst damit alles fahren, das ist eben das Problem. Also nicht das Problem an sich, ja. Du. Jetzt muss ich das kurz mal gucken. Ja, Problem ist, es sind wieder 25.000 Euro weg. Ah, naja, gut. Das ist einfach mal so ein Leben, ne? Also. Verkaufsstellen, das. Nichts ist umsonst. Naja, so, okay. Ach, Verkehr kommt ja gar nicht. Brauche gar nicht gucken. Upsala. Bist du noch beim Händler? Ich fahr gerade runter. Fahr gerade Richtung Hof nochmal. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Saatgut eingepackt gehabt. Ja, kommst du, ja. Wie sieht der Hänger aus? Warte mal. Ach so, ja, hier, ne? Das geht doch, also. Farbe ist auch. Die Farbe sieht geil aus. Ja, mir gefällt er, ne? Also ist echt gut gemacht, ne? Also okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die sowas so reinholen können, ne? In dieser Art und Weise, ne? Sehr schön, auf jeden Fall. Bin damit zufrieden, glaube ich, ne? Also ich könnte jetzt, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt daran bemängeln könnte. Ne? Also, Farbe ist ein bisschen pixelig, aber. Naja. Oh, wo ist was pixelig? Ich meine, das ist eben. Ich kenn's mich ja, ich guck ja genau, ne? Aber. Naja, guck mal. Ist ja eine Mod, da muss man sich ja die Mod genau anschauen. Dann nehmen wir uns mal den Mod richtig an. So, richtig annehmen. Also richtig ansehen. Also ich sehe erstmal hier, ja, Kennzeichen ist dran aus MacPom. Ein Rohr. Was, Mecklenburg-Vorpommern? Ja, siehst du doch. Ja. VR. VR ist Volksrepublik Mecklenburg, nein. Aber das ist auf jeden Fall, du siehst es an dieses Bundesland da unten, an dieses... nennt man jetzt die Plakette ganz unten, da wo... Das kann ich sogar lesen, glaube ich. Also darüber ist der TÜV, das weiß ich, aber was, wie nennt man die... Der LS-Treffpunkt steht da, glaube ich. Ja, ja, das ist da der aus dem LS-Treffpunkt, der heißt der Mario. Da habe ich damals auch meine Mods immer runtergezogen, bei ihm 2008. Seitdem hat er schon diese Webseite, wo man bei ihm Mods runterziehen kann, ne? Der hat damals auch ganz andere Sachen noch als Mods rausgebracht. Nochmal nicht so viel Schleichwerbung. Hallo, hallo. Das ist kein YouTuber, hallo. Das ist ein Modder. Der nur ein Modder, genau. Modder. Unter anderem ein Modder. So, ja, wollen wir immer weiter oder? Wenn du möchtest, gerne, ja. Oder müssen wir auch mal gucken, was hier los ist mit dem anderen Dünger, der noch irgendwo rumliegt oder so? Den habe ich schon eingefangen, den Dünger.
Eingefahren in der Schaufel oder? Ja! Ja, habe ich mit der Schaufel geholt. Ich habe schon 1285 drin. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo wir das Ding vollfüllen lassen. Wie, hier in der Schaufel ist doch gar nichts. Das habe ich schon jetzt im Fahrzeug drin. Ach so, du hast hinten rein. Oh Mann. Ja. Meine Güte. Du wirst noch Dünger haben. Ja, kannst du doch kaufen. Wie machen wir das am besten? Ich weiß ja nicht, ob man einmal Reifeisen auch Dünger kaufen kann. Nee, du musst zum Shop. Fahr mal zum Shop zurück. Ich muss Dünger holen. Und denn, ah, wer steht denn hier voll mit seinem Traktor am Weg? Ich nicht, ich hab da nicht geparkt. Nee, wo willst du denn hin? Du musst zum Job und dann musst du die Gabel holen. Ich muss die Gabel holen, genau, du hast das gut erkannt. Hol mal die Gabel. Ich möchte ja vor, ich hätte es dazu gemacht, wie du, dann fahr ich hin, Stefan. Ja, ich kann trotzdem nicht einladen, wieso denn nicht? Ja, ich hab die Gabel nicht. Nee, deswegen, also du solltest ja hinfahren, aber auch natürlich die Gabel mitnehmen, ne? Ja. Sonst kriegst du die Paletten ja nicht hoch. Das ist so richtig, ja. Muss ich erstmal gucken, wo gibt's denn hier die. Weißt du, wo sie die Gabel gelassen haben hier? No. Mal kurz nach. So, müssen wir kurz mal gucken, wo die Gabel steht. Das. Da ist das Fass, das ist der Dünger. Verkehrte Taste. Ach, deswegen brauchen wir ja zwei. Egal. Was brauchen wir jetzt? Erstmal normale Saat. Saatgut. Ah ja. Ja, stimmt, wir kriegen ja nur einen. Ja. Wegen Dünger müssen wir auch noch extra wieder einen haben. Das meintest du vorhin. Nein, das meinte ich nicht. Nein. Nicht? Nein. Nein, das meinte ich von überhaupt nicht. Aber wir wollen ja nicht so viel Geld ausgeben. Ich kaufe erstmal drei. Ich sag mal so, du bist Akku, kannst du nicht mehr kaufen. Also. Okay, mache ich sechs. Nehmen 6.000 Euro fast. Ja, ich meine, das ist eben, das Leben ist einfach mal kostenspielig, ne? Kostenintensiv und. Dünger brauchen wir. Weißt du nicht, was kostet denn da überhaupt in der Miete der Anhänger? 2000 noch was, ja. Ja, das ist natürlich in 10 Tagen, ist es eigentlich unser schon. Deswegen habe ich gleich, also 25.000 Euro ist ja eigentlich gar nichts. Das Geld ist natürlich jetzt wieder weniger geworden. Vorhin hatten wir noch 88.000 Euro. Jetzt momentan nur noch 44 und ein paar zerquetschte. Naja, klar. Aber ich kann immer noch einen Kredit aufnehmen. So, jetzt sehen wir zu. Was? Hast du eigentlich unseren Lohn überwiesen schon? Nein. Oder nur angewiesen? Nicht gibt's noch nicht. Wer das ausbezahlt Ende des Jahres? Achso, du meinst, wenn du deinen Erlös kriegst durch diesen. Ich mach mal hier jetzt Jumping, ne? Jump'n'Run, Alter. Muss mich ja ein bisschen fit halten, der Chef, ne? Da muss ich ja, ne? Immer schön trainieren. Ja, das ist richtig so. So, hast du schon eingeladen, ne? Eingeladen, aufgeladen. Alter, das geht gar nicht, Alter. Das ist ja. Geil ist, ich darf es jetzt bei nachts machen, ja, also. Wie nachts? Ist noch vor 22 Uhr. Ja. Hast du auch die Plane auf? Nee, hab ich zu ihm gemacht, sonst fällt da alles rein. Also 1000 sind drin, ja, in so einem Ding hier, ne? Ja.
Hau mal ruhig alles rein. Pass auch rein, ne? Ja, denk mal schon. Ich glaube, der hat Club 19 oder. Über 19.000 passen circa rein. Opa, oh, was machen wir schneller? Alter Mann ist kein Dezog, ja? Ich sag mal so, ich kann heute schon sagen, ich habe heute schon ein bisschen geflügt. Jo, ein bisschen, ja. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, deshalb wollte ich jetzt gerade mal so mal vorhalten, was du heute schon gemacht hast, was ich schon geschafft habe, ja? Also bei mir ist es heute echt, ich kann sagen, ich kann heute beruhigt einschlafen und sagen, ja, ich habe heute was geschafft. Aber wie es bei dir aussieht, also, naja. Okay, du hast auch schon was geschafft. Du hast ganz schnell geschafft, mal 25.000 Euro auszugeben, ne? Geld ausgeben, klugscheißen. Ja, mal klugscheißen, naja, das ist typisch Chefsyndrom, ne? Also es ist eben... Das kann auch nicht jeder klugscheißen, ne? Das muss kann wirklich nur der eigentlich der Chef und der soll das doch am besten mal können, ne? Also. Aber ich finde, das lässt sich aber auf jeden Fall gut machen, so beladen, ne? Also wie gesagt, Ja, auf jeden Fall einfacher als wie die ja, vorige Methode, die wir immer ja. hatten. Und das Gute ist jetzt dabei, du kannst die Hänger am Rand hinstellen und du brauchst einfach nur rückwärts randrücken, ne? Das ist eben. Das ist richtig geil, ne? Also das ist eben... Ach, brauchen wir das Rohr gar nicht? Ja, das Rohr ist halt dran, ne? Aber du musst im Endeffekt nur das Rohr ausfahren und brauchst nur rückwärts ranfahren mit der Drille, weißt du? Das heißt, du brauchst keinen zweiten Traktor dafür. Ach so, oder meinst du? Ja, ich dachte, du meinst jetzt direkt an der Seite noch ran. Das ist eben... Nee, dann musst du natürlich am Rohr unterstehen und dann kannst du bestimmt auch noch ausfahren, oder? Denke ich mal. Also die Stecke kannst du auf jeden Fall anknicken, ja. Na, keine Pause hier. Naja, ich musste kurz mal gucken was, aber mein Fahrtenschreiber funktioniert noch. Zeit ist Geld, du weißt doch, sonst kriegst du keinen Lohn. Ich krieg da... Kriegst du sowieso, ne? Ja, sowieso erst zum... Ende des Jahres, vielleicht zu Weihnachten. Ja, das musst du überlegen. Also bis dahin muss meine Familie sich nur ernähren von Wiese oder so, ne? Also, kriegst du als Weihnachtsgeld. Ja, als 13. Lohn oder was? Hast du einen Monatsgehalt? Wenn ich muss ich stempeln gehen. Oh, geh stempeln. Muss ich mir einen Vorschuss hören von Arbeitsamt? Vom Jobcenter. Hau mal rein. Ist schon voll? Halb voll, ne? Ich glaub, die Hälfte geht rein. Also bis zur Hälfte, denke ich mal. Noch ein bisschen drüber. Ja, das 7.000. Ja, 7.000 passen also. Da sind 8.000 drin. Also 8.000, die musst du erstmal verfahren. So, was machen wir mit dem Dünger? Den kriegen wir gar nicht mit. Doch. Ich würde sagen, du kaufst nochmal ein. Was machst du denn da? Nee, dann sind wir pleite. Das geht nicht. Guck mal, aber wenn wir das jetzt einmal kaufen, dann haben wir es ja. Ja, aber jetzt nicht. Wir brauchen erstmal mehr Geld. Hm? Die andere Drille, die große, ist ja noch befüllt mit Dünger. Für heute reicht es auf jeden Fall. So, du bist durch, ne? Hoffentlich. Dann kannst du gleich dann mit runterkommen zu Feld 11 und dann können wir das Ding nochmal eigentlich mal die Drille vollhauen und dann noch ein bisschen was einsehen da. Ja, drin, ne? Ölrettig und dann, ja. Das gehen wir schön. Sobald Feierabend. Und nicht einschlafen, so, wir wollen runter, ne? Na, das Gute ist eben, jetzt hast du alles in eins, ne? Das auch alleine machen, aber komm auch ruhig mit. Bauerhorst. Ah, Uschi. Uschi wieder unterwegs hier. Ihr Hotpants da. Müssen wir rechts rum? Jo. Das ist so, wenn man die Frauen hinterher guckt, ey. Ja, die wohnt ja dahin, weißt du doch, mit ihrem Wohnwagen. Naja, ich sehe schon. Die wird auch wieder zu ihrem Wohnwagen und dann, na, Kundschaft, ne, weißt du doch. Ist aber wieder die Zeit dafür.
dazu habe ich gerade heute gerade was gelesen, aber möchte ich jetzt nicht gerne so sagen. Okay. Aber das kann ich dir erst später mal erzählen, was ich gelesen habe darüber. Auf jeden Fall war es ein Wohnwagen gewesen und da stand da hinten auf diesem Wohnwagen ein wunderschöner Spruch drauf. Aber das möchte ich jetzt nicht sagen, das kann ich dir nachher und dafür mal ungestört sind, sagen mal. Ist noch zu früh. Genau. 10 Minuten, es ist ja gleich soweit, dann haben wir es gleich 22 Uhr im Game und dann können wir es ja In-game, ja, auch aber nicht erweitern. im Real Life. Ja. Das bringt aber nicht, wenn ich mir jetzt in Real Life dran halte, nach 22 Uhr, aber dass jederzeit abspielbar ist bei YouTube oder so, ne? Das ist ja ein Schwachsinn, oder? Ja, aber naja. Aber ich kann sagen, ich habe mir nach Jugendschutz gehalten, das war nach 22 Uhr, wo ich das gesagt habe. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe. Ingame. In-game natürlich, ne? Aber ich finde das mit die Felgen auf jeden Fall sehr schön. Da könnte man den nächsten auch so bestellen. Vielleicht kann man auch die Farbe, die Felgenfarbe ein bisschen anders machen, dass man sagen kann, okay, da ist Dünger drin, da ist Saatgut drin oder so, ne? Ja. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie das denn so aussieht oder funktioniert. Taste 9 am Nummernblock ist Rohr ausfahren. Muss dann eine weiter noch, ne? Passt das so, dann muss ich die andere Maschine wegnehmen hier. Warte, 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 warte. Ich würde mal sagen, weiß gar nicht, habe ich überhaupt. Du hast jetzt schon hier Ah, jetzt siehst du ja was ein bisschen, ne? voll über den Knubbel hier drüber gefahren, ne? Über den Baumstumpfen hier. Genau gesehen. Und da Du, willst du ich mach Lohn, mal. da willst du noch Lohn haben. Unter anderem so. Ich köp an. Und ich denke mal, so wird das was. Hundertprozentig, ne? Also. Was soll ich da jetzt hinfahren? Oder soll ich rückwärts unterfahren? Du solltest eigentlich rückwärts unterfahren. Aber das ist doch für mich doch anstrengender als für dich, oder? Moment. Weil ich habe doch Dolly. Aber ich glaube, du brauchst einfach nur drüber durchfahren, weißt du? Wie beim Mähdrescher. Ich habe jetzt 8.285 drin. Das Warte passt mal nicht, das kurz, warte passt mal nicht. Du kurz. musst ein Stück vor. Fahr mal durch. Oder so. Ja. Das ist ja wie beim Mähdrescher. Na, das geht doch langsam. Fahr mal ein Stückchen nach. Verkehrte Seite in der Klappe. Ja, ladet. Es funktioniert, aber die Klappe ist im Weg. Wieder eine Beule in der Klappe drin. Das ist Von egal. der anderen Seite machen müssen. Ding ist voll, sehr schön, Taste wunderbar. 0. Taste 0 ist einköpfen. Das ist gut, oder? Ja. Da müssen wir echt sagen an den Händler nochmal danke, dass er uns ermöglicht hat, diesen Fahrzeug, diesen Anhänger zu organisieren. Und dann noch für den schmalen Taler eben natürlich, ne? Und jetzt im Dunkeln hier drillen. Ei, 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 ei. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen nachher dafür ein bisschen Rabatt, weil wir schon so viel gekauft haben. Kann ja auch sein, ne? Ich glaube nicht, oder? Oh, der ist ein bisschen streng. Ah, komm. Quatsch mal ein bisschen zu, Alter. Denke mal, das war auf den Sack, bis das umsonst war. Hallo? Hallo? Ne? Chef auch noch im Dunkeln hier drillen, ne? Ja, es ist eben, wenn du Nachtzuschläge haben willst, dann musst du schon nachts arbeiten. Ist aber logisch, oder? Ach, das Leben ist so schön. Aber pass auf, ich setze mir mal rein, dass wir ein bisschen Licht haben hier am Feldesrand, ne? Aber wir machen die Rundumleuchte an und die Taste F. Kannst du mal die Strahler holen vom Hof, mal aufstellen hier? Dann sehe ich ein bisschen Jo. mehr. Du meinst Ah, die ich hab. Flutlichter? Ja, pass auf, ich kann Oh. die Feuerwehr anrufen und mir mal schnell mal ein paar Flutlichter organisieren, ne? Die ausleuchten. Das THW könnte sowas vielleicht am Start haben. Ich hatte auch noch nicht komplett ausgeleuchtet, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Ja. THW, Ja, das ist THW, ja. ADAC, ach nee, die haben. Naja. Ah, erzählst du es mal abschleppen da. Ja.
glaube, die haben auch gar nicht so grelles Licht. Also THW auf jeden Fall. Es gibt natürlich bei THW so viele unterschiedliche Gruppierungen. Also Gruppierungen meine ich jetzt nicht, unterschiedliche Bereiche. Der eine ist dafür Wasserschutz, der andere ist dafür technische Hilfe und der andere ist für zum Bergen da. Und was es nicht alles gibt. Und manche sind nur dafür, um Licht zu geben und so. Das ist richtig gut sowas, ne? So, na siehst du. Oh, zu weit rechts. Ja, links, ja. Jo, jeder hat sein Bereich, ne? Sein Bereich. Haben wir ja auch hier. Ich habe meinen Chefbereich, du hast deinen Sklavenbereich. Ja. Bauer, Horst. Ja, ich bin total unterbezahlt, muss ich sagen, ne? Also ich bin nicht zufrieden mit meiner Aufgabe bei dir, ne? Also jetzt schon, jetzt würde ich mir so wie dir mal einfach nur sitzen, nichts machen, Geld verdienen. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum von jeder Person. Ne? Du also machst nichts. Du musst eigentlich Feld 11, Feld Nummer 1 muss gedüngt werden. Nummer so. Ich vermache mir ja hier außen rum. Ja. So, naja, so ist es eben mal, ne? Jo. Ich hab ja wieder vorhin was gelesen, aber. Peter. Da kann ich ja jetzt nicht drauf eingehen im Livestream hier. Könnte es schon, aber ich will es nicht. Gewisse Sachen haben im Livestream nichts zu tun. Wir sind keine Nachrichten, genau. Keine Tagesschau. So wie Politik. Wir halten uns völlig raus. Oder Klima raus. Und dies und das und der. Ja. Nein, das ist ein geiles Thema. Ich nenne keine Namen. Ich könnte mir jetzt da total auslassen drüber, aber würde sagen, im Endeffekt, was bringt's, weißt du? Mhm. Wenn sich der eine dran hält und der andere aber nicht, weißt du? Das bringt überhaupt nichts, aber. Ja. Ja, genau, aber weißt du was? Wir können da gut verkaufen, das Produkt, und dafür Haufen Geld kassieren. Ich sag immer wieder, wir sind schuld. Die Menschheit, ja. Auf jeden Fall, die Menschheit ist schuld. Ja. Wird sich über alles immer gewundert, was da draußen so passiert und ja, woher das kommt? Wie kann das bloß angehen? Ja, warum? Warum ist das bloß so? Ja. Wegen der Menschheit. Menschheit. Wäre die Menschheit nicht auf dieser Erde, würde es der Erde, Mutter Erde, viel besser gehen. Auf jeden Fall. Ich sehe, du drehst deine Runde schön. Ja, ich bin jetzt erstmal einmal rum. Ob ich jetzt hier die Ecke mitgenommen habe. Naja, muss ich nachbessern. So nacharbeiten. Und zweit links bestimmt. Mhm. Naja, passt noch. Du machst immer noch Pause. Natürlich läuft der Motor. Ich weiß gar nicht, wo der Zündschlüssel ist. Viel zu weit links. Viel zu weit links. Ja. Ich glaube, kann man gar nicht ausschalten, ne? Nee. Wir haben die Mod nicht mit drin, dass man es machen könnte. Ist die an oder ist sie nicht an? Ich bin gerade. Der Motor ist an bei mir, ja. Ich meinte hier bei mir. Also. Das kann ja auch nichts werden. Was, du drehst gar nicht? Nope. Ah. Ja, jetzt das kleine Stück hier. Was soll ich jetzt noch dazu sagen, ja? Ach so. Ah, jetzt. Was denn? Nix, war nur aus die Maschine, ne? Wie immer meinst du, ja? Nee, nicht wie immer. Gerade eben erst. Ja. Wie lange ist Stream überhaupt schon? Ich weiß es gar nicht. Fast nur, ja, was soll ich hier sagen? Kannst du mal gucken nach der Zeit?
Ich glaube, wir haben knapp vor drei Viertel angefangen oder so, ne? Aber ich guck mal kurz mal rein. Ich glaube, eine Stunde ist rum, da. Ja. Ich kann leider nicht sehen, gerade wie viel du hier streamen tust seit wann. Oh, das steht unten. Das steht irgendwo unten, seit wann das Stream online ist. Ist ja noch neu bei Twitch. Meistens hängen wir ja bei YouTube. Also sonst, wenn wir bei YouTube am Livestreaming machen, da. Twitch ist immer noch Neuland. Clips. Das sehe ich gerade gar nicht bei Twitch, seit wann du da Ja, ist bist. auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, eine Stunde haben wir. Alles was rum, ja. Ach, ich ziehe noch eine zweite Bahn hier. Komm, egal. Ganz hier rum. So blöd sonst zum Wenden. Ja, das Vorgewinde muss vernünftig sein, sag ich mal. Also schon top, sag ich mal, ne? Also ist echt gut, ne? Also. Ich werde mit dem Händler nochmal kontaktieren und fragen, ob wir mal diesen Anhänger ein bisschen kostengünstiger bekommen. Ich kriege mal ein Spezialangebot oder so. Spezial. Ja, muss mal schnacken. Ja, das kriegen wir hin. Da kriegen wir irgendwas günstiger. Hab schon einiges gekauft. Naja, ich sag mal so, dass ich meine, wenn wir zwei kaufen, ich meine, manchmal gibt es ein bisschen Rabatt, weißt du, vom Händler oder so. Gemietet, sowieso. Viel gemietet. Ich meine, aber wenn die Miete nicht so hoch sein würde, ja, dann würde ich sagen, okay, dann mieten wir uns so ein, weißt du? Aber ich meine, 2500 pro Tag, das ist schon, ja, das ist schon ganz schön happern. Ne? Ja. Wenn es 250 wäre, sage ich gut, okay, aber wie gesagt, ich meine, das muss auch alles finanziert werden, ne? Und das sind eben Taufen und Kosten, die halt mit dranhängen und ja, ist gar nicht so einfach. Ne? Die wollen ja auch leben, ne? Die wollen ja auch vernünftig leben und Essen haben. Naja. Und ich glaube, ich bin zu weit nach. Ohohoho, das darfst ja kein zeigen, ey. Was denn schon wieder? Guckst du einmal woanders hin, du. Hey, Eieieiei. du bist auf dem Acker, da kannst du nicht hinterher gucken. Was ist da passiert? Voll zu weit nach rechts, ne? Okay. Meine Güte. Ah. Liegt das an der Dunkelheit? Ich weiß es nicht. Naja, ich meine, vielleicht sollst du einfach dir mal ein GPS installieren Ja, oder das habe ich benutzen. ja, ne? Aber das muss ja der Techniker nochmal richtig einstellen hier, dass das mal richtig funktioniert. Ja, das Ist ja ist schon lange richtig, ja. eingebaut, aber was willst du machen? Aber das liebe ich immer so am Chef, weißt du? Er sagt, ich kaufe mir das, weil ich es kann. Ob ich das brauche oder nutze, ist noch ganz egal, ne? Aber Hauptsache, ich kann es mir leisten. Ich brauche es, ich kann es mir leisten. Aber das ist typisch Chefsyndrom, ne? Das ist eben, da kann man nichts gegen sagen, ne? Ja, schlimm, echt schlimm. Das ist wirklich, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ist sowieso jetzt alles krumm und schief. Naja, alles nicht, aber jedenfalls das Stück da hinten. Einzel? Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Was machst du eigentlich? Gar nichts. Rumtüdeln. Ich hänge mir gerade mal hinten die Drille an hier. Und gucke nach, was der geladen hat. Ja, Ölrettich aus. Was trittst du nochmal? Nee,
Raps, aber Raps pflanzen wir nicht, ne? Also sehen wir nicht aus. Okay. Der Preis schon ziemlich runtergegangen ist. Weil beim Händler, also beim Reifeisen, ne, da war zu oft verkauft, zu viel schon hingebracht. Ja, gerade wenn man so viel Masse hat, ne? Das ist aber ein schöner Fendt auf jeden Fall. Aber immer noch gemietet. Das kostet über 200.000, können wir uns ja noch nicht so leisten. Na, müssen wir mal gucken. Ey, wenn nicht, müssen wir uns ab und zu mal woanders arbeiten gehen. Wir setzen davon. Als Lohnunternehmer oder so, weißt du, als Suppi und dann fahren wir ein paar Gerätschaften oder so. Was Großes. Ja, hier Nachbar Willi, der braucht auch immer Hilfe hier. Ziehen wir los, Alter, tigern wir los, dann geht's los oder so. Kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Dort kriegen wir hin, auf jeden Fall. Mit Geduld geht alles hier. Geduld ist das größte Gebot, was man hat oder braucht im Leben, ne? Das hast Geduld, dann hast du schon so viel eben gemacht. Ja, Steffen, wird ganz schön langweilig hier, ne? Aber ich gucke dir gerne zu, bitte. Ja, düngen. Feld 1 muss gedüngt werden. Feld 1 muss gedüngt werden, das heißt, man kann es ja schon mal machen, das muss auf jeden Fall noch. Jawohl, Sir. Aber es ist auch dunkel, ne? Ist ein bisschen blöd dann. Ja, ich kann ja mit GPS arbeiten. So muss ich mir runterkommen, dann muss ich den Scheinwerfer hinstellen. Flutlichter. Kannst halt die Kerze hinhalten. Flutlichter müssen wir anschmeißen. Jetzt muss ich überlegen, Feld 1, das war das Feld, was direkt am Hof ist, ne? Ja. Oder? Ah, das ist ja einfacher. Dünger, 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 Maschine. So, gleich kommt noch ein 10 Stunden Rust-Livestream. Ja, könnte man machen, rein theoretisch, aber ich habe auch noch andere Hobbys, als nur Rust zu suchen. Ja, LS 17. Zum Beispiel, 10 Stunden. Sein Spiel. Ja. Oder noch andere Spiele. Bisschen Minecraft. Minecraft zum Beispiel. Minecraft ist eigentlich auch eine sehr geile Sache. Gerade wenn das neue rauskommt, die neue Version, die 1.12, wird sehr interessant, ne? Also. Bisschen Ark. Ja, Ark ist auch gut. Worm Unlimited ist auch sehr schön. Was haben wir noch? Ach, so viel. Es gibt viele Spiele, die man spielen kann, ne? Also. Meistens ist es immer eine Sache mit der Zeit eben, ne? Blur, ja, bloß die Zeit spielt nicht mit, ne? Jo. So, Da kein Fernlicht hier. Nope. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Ich stell grad fest, hierfür kann ich kein. Ah, da ist er ja. Was hat denn der eigentlich für eine. Für eine Spannbreite. Muss ich kurz mal nachgucken.
Garage. In der Garage. Wer hat was? So, muss ich mal gucken, wo ich da vom Weg abgekommen bin. So, der hat 24 Meter, das heißt also... Meter. Heißt, ich muss doppelt so viel einstellen. Mit GPS ist auf jeden Fall einfacher, auf jeden Fall. Also muss ich auf jeden Fall nochmal fertig machen. Hier bin ich vom Weg abgekommen, dann fahre ich erstmal geradeaus. Dürfte das ja nachher eigentlich wieder stimmen mit der Spur, so einigermaßen. Na klar. Du bist am Düngen, ja? Schön am Düngen. Ja, weil am Düngen, genau. Komme ich gleich mal runter, weil wir machen gleich Feierabend. Wir müssen auch noch irgendwann zu Bett hier. Ich erstelle erstmal gerade die 24 Meter ein. 24 Meter Spannbreite. Das ist okay. Ja, wenn das Feld nämlich auch bald fertig ist, dann können wir auch wieder schlafen gehen, Zeit sozusagen, die Zeit läuft dann und dann beim nächsten Mal in zwei Felder wieder fertig machen. Düngen, ja, dreschen. Das sollten wir hinkriegen, ne? Also. So, letzte Tour zurück und dann ab ins Bett gleich. Erstmal zurück, natürlich zurückfahren auf dem Hof. Gucken, was der Bauer Horst nochmal macht. Skydiver, danke für dein Follow. Ja, danke. Viel Spaß mit der Milch, ne? Lass noch ein bisschen Milch über, ne?
Kannst auch nicht schön zapfen, ne? Aber nicht zu viel. Wir wollen ja gleich, ne, auch nochmal einen Schluck haben. Bevor wir Feierabend machen. Das war ein Sound. Ja! Das ist ein Sound, das war ein Motorrad gewesen, da mitten durch ein Dorf gerade durchgetiert. Du sollst hier nicht mit einem Motorrad auf dem Hof rumfahren, du sollst hier. Ich weiß. Düngen! Ich dünge schon, mit GPS. Eigentlich natürlich das. Wie? Du hast GPS? Wie? Und ich muss hier. Naja. Dev, du hast es auch. Aber wie ich gesagt habe, es bringt nichts, wenn man das besitzt, wenn man damit nicht umgeht. Ja, der Techniker, weißt du doch, man muss das noch hier fertig. Ach Mensch, werde ich einstellen da, also ich kenne mich ja nicht aus mit der Technik da. Genau, er muss erstmal dir zeigen, wie das geht. Ne? Wie mache ich was mit der? So, ich fahre mal zum Hof. Kein Problem, Jungs, schreibt da. Jo, danke. Schön, dass dir der Blödsinn gefällt, was wir hier machen, aber ist ja kein Blödsinn, wir sind ja schon am Arbeiten. Auch wenn es ein bisschen dunkel ist derzeit, ne? Aber es ist ein bisschen eben, dunkel, wenn es nachts ist, ist es nachts, ne? Hätte natürlich gewusst, dass wir doch noch so viel Besuch bekommen, hätten wir vielleicht noch ein paar Kerzen hingestellt oder so, ein bisschen romantisch gemacht, aber. Ja, ich habe ja schon Licht an, also mehr geht ja nicht. Ja, mehr geht nicht, ja. Ich würde sagen, man könnte mal für Tag voten, aber das geht ja hier nicht. Vote Day. Vote Day, genau. Komm her hier. Vote Day. Soll ich auch mal Vote Day? Ja, wir müssen ja Kosten sparen, sonst hätten wir das ja anders hingekriegt, ja. Also gemacht mit der Zeit. Mhm. Aber so warten wir und dann haben wir jo, beim nächsten Mal gleich zwei Felder jo, gleichzeitig fertig. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist sogar besser als vorher wahrscheinlich, ne? Reale Spielweise, ja, das ist natürlich gut, immer gut. Versuchen wir auch mal hinzukriegen. Klappt zwar auch nicht immer, aber. Ja, du kannst natürlich nicht so real-life-mäßig spielen, weil ist ja ein Spiel, ne? Wollte ich gerade sagen. Wo geht's jetzt überhaupt nach Hause? Ich glaube rechts. Mhm. Ja. Weil, wie zum Start vorhin, ne? Ich saß ja da irgendwo in der Pampa und dann habe ich mich schön festgefahren am Schild und was willst du da machen? ADAC kam nicht vorbei. Ja, das stimmt, ja. Spannend eigentlich, ne? Ja, dann muss man halt Knöpfchen drücken und dann, ja. Setzt einen Haufen Geld dafür, weißt du, vor ADAC und dann kommt keiner vorbei, Alter. Dann musst du das selber machen, musst halt Knöpfchen drücken und dann zurücksetzen und dann ging ja nicht anders. Ja. So, dann gucke ich nochmal, wo Bauer Horst sein Unwesen treibt hier. Ist da auch am Arbeiten? Ist ja gar nichts. Hast du kein Licht an? Da hinten fährt er. Oh, ist aber dunkel. Oh ja, es geht. Ist doch 20 nach 10. Also im Stream ist auf jeden Fall dunkel. Hm. Was hast du denn gerade gemacht? Nix, ich laufe nur übers Feld. Ich wollte gucken, was du machst. Okay. Das Flutlichter alle an, jo. Ja. Schön, du bist schon am Düngen. Wunderbar. Bist auch gleich fertig, ne? Ja, das. Ich muss nur einmal am Rand nochmal lang dann komplett und dann ist es gut, obwohl ich das vielleicht auch lassen könnte, weißt du? Ja, Hauptsache in der Mitte. Am Rand ist es jetzt nicht so. Alter, so wichtig, ne? Also nicht unbedingt. Q1.
gucken wir gerade noch ein bisschen Bauer Horst zu. Wie gesagt, machen wir eh gleich Feierabend. Für heute auf jeden Fall erstmal. Ja, genau. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr bei Twitch streamen. Vorher waren wir ja bei YouTube, aber erstmal gewechselt jetzt nach Twitch. Boah, so noch eine kleine Ecke hier. Ich hoffe, man sieht einigermaßen was. Ist echt ein bisschen dunkel. Aua! Kannst du nicht aufpassen? Ich geh mal zur Laterne. Noch ein bisschen heller da hinten. Ja, das hätte es mal gut, ja. Vielleicht ist Uschi auch wieder unterwegs, aber ich glaube, die ist jetzt in ihrem Wohnwagen. Ich glaube, die hat schon Kundschaft. Ich denke mal, sie ist gerade am Arbeiten. Ja. Na, er muss ja auch an Geld rankommen, ne? Ich mache gerade die mündliche Prüfung, weißt du ja nicht. Nee, die hat sie doch schon längst hinter Abgelegt, sich. Ja, meinst du? also das ist ja schon Ja. Routine, also. Weißt du nicht, wolltest du nicht ein bisschen Spanisch lernen oder Französisch? Nee, 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 nee. Ich muss ausschlafen, weißt du, ich muss ja morgen wieder arbeiten. Also, kann ich nicht nach Uschi gehen. Da, also. Müssen wir auch wieder Ja. morgen aufs Feld und dann müssen wir weitermachen. Das geht ja nicht. Bist du dir hinkommen? Moment. Ja, auf jeden Fall. Also, habe ich mir auch so gedacht, ne? Ist auch unterhaltsamer, finde ich, und. Die Bandbreite ist immer noch größer bei Twitch als wie bei YouTube. Sagen wir mal so, ne? Ja, aber so leid es mir tut, wer auch jetzt noch neu dazugestoßen ist, wir machen jetzt Feierabend. Du kannst auch doch mal aussteigen, ne? Also, lassen die wieder den Motor laufen hier. Was Maschine kann sagst eigentlich auch hier stehen bleiben, weil wir gehen gleich zu Bett und dann haben wir zurück auf den Hof und dann. Oder gehen wir machen noch einen Abstecher bei Uschi? du? Ja, Laterne. Aber wir müssen ja, dann sind wir zu fertig morgen. Wir müssen mal wieder auf dem Acker morgen. Ah, stimmt. Da muss man tatsächlich wieder raus, Alter. Da muss man was wegstemmen. Ja. Ja, wir müssen das Feld 1 und dann Feld 11 muss dann ja. Da ist ja erst Ölrettich jetzt reingekommen und dann kommt dann ja morgen, was kommt denn überhaupt da rein auf Feld Nummer 11? Was sagst du, was kommt da rein? Oder rauf, je nachdem. Was Ich habe kommt. gedacht, ich meine mal, wir müssen mal gucken, was wir da noch da haben für Erntemaschinen. Guck mal, wenn nicht, können wir immer ein bisschen Mais haben oder nicht da, ne? Und sonst hätte ich überlegt, dass wir eventuell mal Mais anbauen und dann mieten wir uns diesen Maisgebiss mit diesen Einreiher. Ja, Hexe gut war auch nicht schlecht. Was ich meine? Naja. Dann können wir auch mal ein bisschen vorbereiten, weil wir wollen ja irgendwann ja noch Tiere haben. Aber wenn wir kein Futter haben oder das teuer einkaufen müssen, ist es auch doof, ne? Ja, das bringt natürlich nichts. Wir brauchen erstmal Futter, ein bisschen Ja. Vorrat, sonst bringen die ganzen Tiere ja nichts. Und wie gesagt, wenn wir Silage haben, dann können wir damit auch notdürftig auch der BGA füttern, ne? Ich denke mal, dass wir haben ja eine BGA direkt auf dem Hof und wenn wir hier direkt Mais raufbauen, ne, Ja. und den auch ernten, dann haben wir auch nicht so weit einen Abfahrweg, ne? Dann mieten wir uns so einen Einreiher oder so, mal gucken, was es da kostengünstig gibt. Ich meine mal 25.000 ist auch relativ teuer, wenn er zu diesen Hessen Marschulz, diesen Häcksler, ne? Da glaube ich, kostet 200. Warte mal, ich kann mal kurz mal reingucken bei den Händler, was die da Ja, für den müssen wir mal Schmuck. schauen. Ich muss noch zur Bank. Ich muss noch einen Kredit aufnehmen. Muss ich auch noch Ah, hin. ja, der Rostemesh kostet, wie gesagt, Miete, wenn wir sagen 10%, das ist 22.000 am Tag. Gut, das könnte auch für einen Tag gehen, wenn wir jetzt das Geld hätten, aber wir haben es ja nicht. Dann würde ich eher sagen, diesen Pöttinger, diesen zwei, drei Reihen, die er wegnimmt. Da hat eine Bearbeitungsrate von 2,20 Meter und der kostet im Endeffekt 3.800 am Tag. Ne? Und das ist im Endeffekt, sollte drin sein am einen Tag, das wäre zu ernten, damit auf jeden Fall, ja. Hundertprozentig, sag ich mal, ne? Ja, müssen wir mal gucken, kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Oder wir müssen einfach schauen, ob wir einfach irgendwo auf dem Markt schauen, irgendwo bei irgendeinem Kleinanzeigenhändler, ob wir da irgendwie ein Billigding kriegen, ne? Also wie gesagt, da ist der Markt ja auch offen, ne? Also da kriegen wir bestimmt noch ein Ding, was billiger ist, vielleicht für 2.000, 3.000 Euro oder so. Was vielleicht nicht mehr so modern ist, aber es funktioniert seinen Zweck erstmal, ne?
Müssen wir mit dem Händler schnacken, vielleicht auch noch ein paar alte Maschinen stehen. Ja, vielleicht gibt es ein paar Gebrauchte, ne? Vielleicht gibt es ein paar Kleinbauern, die was abgeben müssen oder wollen sogar, ne? Sagen, pass auf, ich brauche das nicht mehr. Oder sag ich, komm, wir kaufen es ab, hier komm, hier hast du 3000 Euro oder so, dann hast du, ne? Wir müssen einfach mal schauen, ne? Mal gucken, was der Händler so sagen tut, ne? Oder Willi, ich weiß nicht, ob Willi noch auf dem Hof hat. Ja, mal Ja, vielleicht gucken. hat der Willi noch eine alte Maschine da für uns, müssen wir mal schauen. Vielleicht hat er noch einen Häcksler da. Und wie stehst du Müssen wir da mal schauen. überhaupt? Stell dich mal vernünftig hin, das sieht ja unmöglich aus. Das ist ja, ne? Ach so, am Pfeiler, tut mir leid, Ja. sorry. Tut mir leid, ich mag am Pfeiler stehen, weil dann stehe ich genauso doof da wie er. Im Pfeiler. Halt. Ja. Ich Du denke schon wieder hast was verloren. zweideutig, lassen wir das erstmal. Ist noch früh Meinst im du, ja? Tag, obwohl ist schon spät im Game. Ja, Halb guck mal hier, elf, ich kann fast halb springen. elf. Jo, 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 jo. So, auf jeden Fall haben wir genug geärgert. Danke fürs Einschalten und ja, wir machen Feierabend, gehen zu Bett und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal.